In diesem Video erkläre ich dir, wie man eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit inhomogener rechter Seite löst. Inhomogen bedeutet, dass die rechte Seite nicht gleich 0 ist. Eine allgemeine Lösung dieser Gleichung ist gegeben durch die homogene Lösung plus die partikuläre Lösung. Homogene Lösung heißt, wir müssen erstmal das homogene Problem lösen. Das heißt, wir setzen die rechte Seite gleich 0. Wir haben bereits in dem jetzt eingeblendeten Video gesehen, dass die homogene Lösung gegeben ist durch ein Vielfaches mal e hoch minus 5x plus c2 mal e hoch x. Wir müssen jetzt also nur noch die partikuläre Lösung bestimmen. Wie machen wir das? Wir sehen, die rechte Seite ist von der Form e hoch ein Vielfaches mal x. Falls diese e hoch 4x nicht bereits in unserer homogenen Lösung vorkommt, so weiß ich, dass die partikuläre Lösung die Form a mal e hoch 4x haben muss. Ich leite diese jetzt einmal ab, beziehungsweise ich leite sie zweimal ab. Und erhalte dann 4a e hoch 4x und als zweite Ableitung 16a e hoch 4x. Und setze dies nun in meine Differentialgleichung ein, also hier oben. Dann habe ich 2 mal y2', das heißt 32a e hoch 4x. Plus 8 mal yp', also wieder 32, minus 10 mal yp, also minus 10a e hoch 4x. Und das soll gleich sein, meine gegebene rechte Seite, 3e hoch 4x. Ich kann hier nun alles verrechnen, das sind dann 64a e hoch 4x minus 10a mal e hoch 4x, das heißt 54a mal e hoch 4x ist gleich 3e hoch 4x. So, ich kann jetzt beide Seiten durch e hoch 4x teilen und dann nach a auflösen. Daraus folgt dann, dass a gleich 1 Achtzehntel ist. Ich kann jetzt, schreibe ich das einmal hier hin, die allgemeine Lösung hinschreiben. Y ist gleich meine homogene Lösung. Plus meine partikuläre Lösung. Also hier nur für a setze ich jetzt 1 Achtzehntel ein. Also plus 1 Achtzehntel mal e hoch 4x. Und fertig ist die Lösung.